So, dann kommen wir jetzt erstmal zu unserem kleinen Test-Let's Play auf unserem gerade angelegten Server. Beziehungsweise gerade für euch nicht. Für euch ist der Server ja mittlerweile schon ein paar Tage alt. Aber für mich, es ist nämlich immer noch gerade mal früh am Morgen. Das heißt, ich habe übrigens gerade mal kurz hier noch die ein bisschen umgestellt, weil es war nämlich gerade immer noch hier auf ein Zeichenlimit von 10 Zeichen. Das habe ich jetzt mal wieder hochgestellt auf 100 Zeichen, damit man nämlich überhaupt hier irgendwie mal sinnvoll Nachrichten schreiben kann auf dem Server. Also überhaupt chatten kann, weil mit 10 Zeichen chatten, das geht ganz schön schnell, ganz schön schief. So, das heißt, mein erster Server. Wir melden uns natürlich als Administrator an, damit wir überhaupt irgendwas machen können. Passwort haben wir? Doch, haben wir. 1, 2, 3, 4. Das sinnvollste Passwort der Welt. Ach du Scheiße. Okay, oder auch nicht. Was war das Passwort? Ach nee, Walk hat ja gar kein Passwort. Der Admin ist ja Admin. Ha! Stimmt ja. Ich heiße. Der Admin heißt ja gar nicht Admin. Ach Gott, Alter. Der Admin heißt ja gar nicht Walker, sondern Admin. Was für kreativer Name. So, damit Walker natürlich wieder Admin ist, gehen wir hier erstmal. Dann geben wir mal Walker ganz kurz hier die ganzen Berechtigungen. Das geht ganz einfach. Entweder indem wir einfach Grant Theft Auto, Spaß. Nee, Grant Walker Ball. Sollte man natürlich. Was? Ich habe deinen Server gefunden, da du sagtest, dass das hier dein erster Server ist korrekt. Nein. Nein. Der heißt nur so. Ist ein Tutorial für YouTube. Du bist quasi im Fernsehen. So. Ja, heißt also, Server funktioniert. Wir können auch schon mal hier jetzt mal die Zeit ändern, indem wir mal sagen, aktuelle Uhrzeit bitte 6 Uhr. Bam. Oh, klar, ich bin Admin und habe nicht mal alle Berechtigungen hier. Grant me all. So. Bam. Wollen wir einen Public-Server machen? Einen großen. Ich kann programmieren. ETC. Ich habe schon 7 Server. Alle, die mit German beginnen. Also zum Beispiel German. Mein Klon 2 Server. Dieser Server hier. Achso, siehst du, man sieht, also ich bin öffentlich, ne? Ich kann sogar mit anderen Leuten schreiben, ne? Der Server hier ist nur für das Video zum Zeigen, wie man einen Server erstellt. Ed Walker, ja. So, da können wir mal probieren, ein bisschen was zu bauen hier. Oh, gleich direkt Ton. Brauchen wir aber erstmal eine Axt für.
Ach so, ha, ja, das war natürlich jetzt so das Problem. Meine Server sind doch Survival. So, und zwar habe ich nämlich, als ich mir alle Berechtigungen gegeben habe, also das Ding hier, da habe ich mir gleichzeitig auch den Creative-Privileg gegeben. Und den wollen wir natürlich nicht haben, weil mit Creative zu bauen ist ultra lame. Deswegen Revoke Admin Creative. Bam. Jetzt haben wir alles außer Creative und jetzt können wir nämlich auch, wenn wir Sand einsammeln, mehrere Sandblöcke haben. Yay! Ich meine nicht für einen alten Ich meine nicht in so einem alten Server bzw. mein Klon. Also ein neuer Server. Welche Ideen hast du denn da so? So, zuallererst, ich meine, wir haben noch keine Hungermod. Siehst du, einen Hungermod hätten wir noch hinzufügen können. Egal. Wir nehmen trotzdem ein paar Bananen mit. Muss sein. Ich möchte vielleicht mal einen haben, aber darf mir noch keinen holen. Holen? Ich betreibe sie einfach privat auf einem Laptop. So, wir bräuchten mal für die Spitzhacke. Das heißt also, ich klopfe erstmal hier einen Baum ab. Da können wir nämlich unser erstes kleines Häuschen bauen. Aber ich glaube mal, ich werde gleich mal erstmal ein bisschen was trinken. Meine Stimme ist nämlich schon wieder so. So, jetzt haben wir Holz. Mit dem Holz können wir jetzt Stöcker machen. Und Bretter und dann können wir bam, 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 bam. Du bist echt cool, Wolke. So schnell jemanden cool zu nennen, ist jetzt vielleicht ein bisschen, ne? Aber okay. Ist ja auch irgendwo nett gemeint. So, Spitzhacke. Und mit der Spitzhacke können wir jetzt das hier abbauen. Ja, ich werde die Natur jetzt hier ordentlich verschandeln, weil nach dieser Aufnahme wird das Server eh wieder gelöscht. Ist ja nur, damit wir hier Praxistest haben, dass unser Server, den wir gerade umfangreich in 5 Folgen aufgebaut haben, auch wirklich als Spielserver benutzen können. Ich hatte mal jemanden, der hat mir einen Server gemacht, aber den Virus. Einen Virus? Auf einen Mind-Test-Server. Nichts. Ich betreibe sie ja privat. Der möchte jetzt gerade von uns den Server kaufen. Scheinbar weiß er gar nicht, dass wir eine Privatperson sind. Irgendwie gerade ein bisschen süß.
Was auch immer Knock FFA ist, ich habe keine Ahnung. Oh, unsere Spitzhacke ist schon kaputt. Na gut, dann haben wir jetzt hier ein bisschen, ne? Haben wir jetzt ein bisschen Clay. Und mit dem Clay können wir jetzt hier unser erstes kleines Gebäudechen machen. Vielleicht ein bisschen groß. Mit dem bisschen Clay kriegen wir so ein großes Gebäude niemals hin. Ich glaube, der verwechselt gerade meinen Test mit Minecraft. Irgendwie fragt er hier noch haufenweise Sachen, die es nur bei Minecraft gibt. Okay, jetzt hat er seinen Fehler eingesehen. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Achso, halt, wir haben doch noch Holz. Wir haben so viel Holz, wir könnten eine Holzfarm aufbauen. So, ja komm, ich brauche mal eine Spitzhacke und mit der bauen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz ab. Ein bisschen Gestein. Vielleicht Survival-Server mit Mobs, aber ohne Mindclone. Also so wie mein German Vanilla Server. So, Stein. Ey, hier ist alles nur Clay. Wir brauchen definitiv Gestein. So, damit ihr auch mal mitlesen könnt, ich weiß ja nicht, wie das mit der Schrift ist. Also, Dialog. Hallo, Admin. Also, dieses ist jetzt der andere und ich bin der. Ich bin der Mann. Hallo, Admin. Nun kann man auch mehr als 10 Zeichen senden. Ich habe den Server gefunden, da du sagtest, dass hier dein erster Server ist, korrekt. XD. Der heißt nur so. Okay. Ist ein Tutorial für YouTube. Du bist quasi im Fernsehen. Und da habe ich mal eine Frage. Wollen wir einen Public Server machen? Einen großen, ich kann programmieren, etc. Ich habe schon 7 Server. Welche? Alle, die mit German beginnen. Also zum. Also zum Beispiel German Minecraft Server 2. Da meine Stimme. Walker? Diesen Server hier ist nur für das Video zum Zeigen, wie man einen Server erstellt. Wegen Volker? Ja, das bin ich. Volker, wollen wir ein Survival machen? Meine Server sind doch Survival. Ich meine nicht so einen alten Server bzw. meinen Klon. Einen ganz normalen Server mit Mobs, Spawns und so weiter. Also ein neuer Server? Ja. Welche Ideen hast du denn da so? Ich möchte vielleicht auch mal einen haben, aber darf nicht. Bin, was? Ich möchte vielleicht auch mal einen haben, aber darf mir noch keinen holen. Anbaumöglichkeiten? Holen?
Ich betreibe sie einfach privat auf meinem Laptop. Also könntest du mir einen machen? Klar. Oh, du bist echt cool, Volker. Thanks. Ich hatte ja mal jemanden, aber der hat mir einen Server gemacht, aber einen Virus draufgepackt. Einen Virus auf einem MyTest-Server? Wie viel kostet ein Server bei dir? Ja. Ja. Nichts. Hä? Ich betreib's ja privat. Ein Mindclum, MindCity Online kostet 14 Euro. Da steckt ja auch eine Firma dahinter. Kannst du mir einen Knock FFA-Server machen? Knock FFA? Kennst du das? Nope. Vielleicht Skywars? Ich kenne nur MyTest und MindClone 2. Oder Skywars? Das ist doch alles für Minecraft, oder? Nee, Skywars ist so für 2BB. Ja, aber ich hoste nur MyTest-Server. Okay. Trotzdem danke fürs Interesse. Vielleicht Survival-Server mit Mobs, aber ohne MindClone? Kannst du mir ihn jetzt vielleicht machen? Also wie jetzt bei meinem Vanilla-Server? Ja, aber du bist Max, hä? Okay, mach ich mal fertig. Wie soll er denn heißen? Max? Ich überleg kurz. Heißt so jemand? Ich bin Ronny Bartmann. Ja, in-game. In real? Nee, in-game heiße ich immer Ronix oder Walker. Oder Admin. Oder Admin. Nenne den Server mal Survival Server for You with Cool Mods. Ups. Survival Server for You with Cool Mobs. Wie lange brauchst du dafür? Mal schauen. 30 Minuten oder so. Name mit so, können wir weitermachen. Alter, dieses ganze Vorlesen, jetzt ist meine Stimme noch toterer. Hui. Mal schauen. Vielleicht so gegen 9 bis 10 Uhr. Also spätestens 10 Uhr. So, wir wollten Stein abbauen. Das Problem ist nur, ich hier sehe. Da hier, hier ist Stein. Yay. Weil ich gerade. Was für eine Frage. Dieser Server wird eh gleich gelöscht. Ist nur fürs Tutorial. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Zuckersand, was wir nicht wirklich brauchen, aber dafür kommen wir hier relativ gut jetzt an das Gestein ran. Und das ist ja das, was wir brauchen. Also nur nochmal für alle, ne? Also direkt bei dem ersten Treffen nach Adminrechten zu fragen, ist immer eine schlechte Idee. Eine ganz schlechte Idee.
schreibt er jetzt so. Aber dafür kann ich dich noch nicht zu. Also, weil ich wäre. Aber du kennst mich für einen eigenen Server für die, für mich. Hm? Ich bin Playfun. Ich habe mal ein Video für deinen Server gemacht, weißt du noch? Naja, da kannst du ja dann eh machen, was du willst. Der ist ja für dich. Aber meine Server sind halt für mich. Kannst du mir dann auch Konsole geben? Admin ist Konsole. Okay. Wie gibst du mir die? Hä? Jetzt? Die Privilegien oder was? So, okay, dann ein bisschen Gestein. Wir haben ein bisschen, Alter, ich bin die ganze Zeit halt nur noch am Schreiben hier. Dabei wollte ich mir doch die Testaufnahme machen. So, okay. Wir haben hier ein Häuschen. Also, wie man sieht, eigentlich Test funktioniert. Also, wir brauchen eigentlich gleich weiter testen. Man merkt ja, dass es funktioniert. Das hier kommt nochmal ab. Das sieht scheiße aus. Da muss die Tür rein. Wenn ich gebannt werde von Mod oder so. Wenn du niemanden als Mod. Wenn du niemanden Mod-Rechte gibst, komm mal, kann. Was nicht passieren. Zwei Admins, ich und du, zwei Mods vielleicht, Spin und Game Glitch, Helper, Nisa. Na gut, ich glaube mal, wir machen in die Feierabend. Also man sieht ja, der Server funktioniert an sich und durch die ganzen Fragen, die er stellt, kann ich mich gerade sowieso nicht auf Gameplay konzentrieren. Von daher, wie gesagt, man sieht, der Server funktioniert. Ich kann auch zusammen mit anderen spielen. Wir können sogar zusammen chatten. Von daher würde ich mal sagen, ja, das war's für diese Woche mit dem Special. So, okay, ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, ja, die Woche ist dann jetzt quasi abgeschlossen. Wir haben hier alle Sachen, naja, spielen war jetzt ein bisschen eher testen als spielen. Dank unseren Besuches. Wir hätten mal doch ein Default-Passwort setzen sollen, ne? Dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gehabt. Egal, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, neuer Server komplett angelegt, getestet, Automatisierungsskripte, Online-Test, hat alles funktioniert. Von daher, das war mein Tutorial zu dem Erstellen eines eigenen MyTest-Servers. Jo. Wenn jemand noch Fragen hat, gerne in die Kommentare. Ich werde alle Fragen beantworten.
Ansonsten, wie gesagt, es gibt auch Foren, heißt also zu allgemeinen Fragen, denn doch eher am besten das Forum benutzen. Da werden euch die Fragen wahrscheinlich auch schneller beantwortet, weil ich kann halt vielleicht nur einmal alle ein, zwei Tage immer vorbeigucken. Also ist es nicht so, dass ich die ganze Zeit vor YouTube sitze und Fragen beantworte. Ich bin auch nur Schüler, also in der Ausbildung. Von daher, bei Fragen speziell zu meiner Sache, in die Kommentare, ansonsten allgemeiner Natur, halt auch gerne ins Mindtest-Forum. Von daher würde ich mal sagen, ja, war es das eigentlich? Und dann sehen wir uns mal nächste Woche wieder zu einem ganz normalen Let's Play zurück. Also wieder ganz normal Doom und dann ganz normal Mindtest. Wie gesagt, die Woche jetzt aber ein bisschen speziell. Halt aufgrund der Nachfragen, dass halt sehr viele gefragt haben, wie man einen Mindtest-Server aufsetzt und sich gar nicht vorstellen konnten, dass ich hier 7 Mindtest-Server auf einem Laptop betreibe, dass das überhaupt funktioniert. Eben, merkt man ja hier zum Beispiel bei unserem, ne, bei dem netten Typen jetzt gerade, die kennen halt die Server immer nur aus Minecraft und bei Minecraft, da haben Server meistens, da nutzt man meistens Server, die wirklich dedicated sind, also irgendwo in irgendwelchen Rechnerfarmen drin sind. Aber Mindtest ist halt so einfach, das kann man auch lokal zu Hause betreiben. Außer natürlich, man möchte einen Server machen, wo 20, 30, 50 Leute drauf sind. Dann natürlich nicht. Aber ansonsten, ja, ist das eigentlich kein Problem. Gut. Dann also, wie gesagt, das war's mit dem Tutorial. Dann geht's ab nächste Woche wieder mit ganz normalen Let's Plays weiter. Und ich verabschiede mich dann. Und wie gesagt, der Server hier, der wird für euch wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Weil, wie gesagt, der Server wird jetzt gleich wieder gelöscht. Das heißt, wenn ihr das Video seht, dann ist die Aufnahme hier sowieso schon 1, 2, 3 Wochen vorbei. Keine Ahnung. Das heißt, der Server geht schon lange nicht mehr. Also, ne? Achso, halt. Ich muss ja hier nach. So, das heißt, ja, in dem Sinne, schau mit V. Bis nächste Woche wieder mit regulären Aufnahmen.